erscheint hier auf die Bühne. Und ihr seid da, es ist Wahnsinn, wenn man hier rüber guckt, wie viele Leute hier stehen, wie viele Leute auf die Straße gekommen sind, weil sie diese Lebensmittelindustrie nicht wollen, weil sie diese Politik nicht wollen. Ich möchte einmal hören, seid ihr alle da hinten, könnt ihr mich hören, ganz hinten? Es geht wirklich ganz weit, man kann das Ende nicht sehen. Es ist irre. Ich bin fasziniert, dass so viele Leute da sind. Die Polizei hat eben gezählt und sie zählt noch immer schon über 20.000. Das war vor einer Viertelstunde. Über 20.000, sagt allein schon die Polizei. Und wir haben gezählt und wir sagen, es sind 25.000. Und das ist nur vorsichtig geschätzt. Aber wir wollen mal lieber höflich sein, nicht zu viel. Lieber ein bisschen weniger sagen. Wir sind eine starke Bewegung, mit der die Politik rechnen muss. Und wir sind schneller. Wir sind schneller als geplant auf der Bühne. Deshalb bitten wir schon alle Redner hier zum Backstage-Bereich zu kommen. Und jetzt haben wir auf der Bühne die Leute, die diese Bewegung angeführt haben, nämlich Landwirte, die aus ganz Deutschland gekommen sind. Und die bitten wir jetzt auf die Bühne. Die kommen aus Berlin und Brandenburg, aus Göttingen, aus dem Wendland sind Bauern da mit ihren Schleppern, aus Schleswig-Holstein, aus Stralsund. Und die alle sind hier, weil die gute Landwirtschaft machen wollen. Unterstützt sie mit Applaus. Nach vorne, die jungen Landwirte. Und die Hofnachfolger auch nach vorne. Und die Landwirte. Landwirt, woher kommst du denn? Aus Stralsund. Aus Stralsund, wow. Bist du mit deinen Eltern hier? Ja, bloß mein Papa ist zu Hause geblieben. Papa ist zu Hause geblieben, ich hoffe, der hat einen guten Grund. Okay, schau mal, wo kommt ihr her? Ich komme auch aus Stralsund. Aha, und du bist da Landwirt, ihr beide zusammen? Ich komme aus Schleswig-Holstein. Okay, und warum, ich frag dich mal, warum bist du hier? Warum bist du heute hier auf dieser Demo? Um einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass mich diese Agrarpolitik ankotzt, die Bodenpreise und so weiter. Okay, mal ein Zeichen setzen. Ich glaube, das kommt an. Ich glaube, man, ist bei dir ähnlich. Ja, ich kann das nur unterstreichen und dann halt noch dieses Abkommen, dieses transatlantisches TTIP. Genau das. Das geht dir auch gegen den Senkel, ja? Da bist du hier, um dagegen zu protestieren. Ja, auch. Okay, was halten wir von TTIP?